Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von den Google Workspace Updates im Monat Mai. Mein Name ist Nick von Seibert Media und ich würde sagen, lasst uns direkt anfangen. Änderungen bezüglich des Google Workspace Speicherplatzes. Ab dem 2. Mai werden alle neu erstellten Dokumente, also Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms oder Jamboards, auf dem Speicherplatz angerechnet. Bereits vorhandene Dokumente werden nicht auf dem Speicherplatz angerechnet, es sei denn, sie werden am oder nach dem 2. Mai 2022 geändert. Du kannst jetzt ein benutzeridentifiziertes Theme von einer Google-Site in eine andere importieren. Diese stark nachgefragte Funktion erleichtert beispielsweise die Wiederverwendung von Themes in Corporate Design deines Unternehmens oder hilft dir, deinen persönlichen Stil über verschiedene Websites hinweg leichter zu übernehmen. AppSheet Enterprise Standard und Enterprise Plus als Add-ons erhältlich. Google Workspace-Kunden können jetzt AppSheet Enterprise Standard und Enterprise Plus als Add-on erwerben. AppSheet ermöglicht es Nutzern, Google Workspace durch benutzeridentifizierte Anwendungen zu erweitern, ohne Code schreiben zu müssen. Mit AppSheet Enterprise ermöglicht unter anderem erweiterte Verbindungsmöglichkeiten und detaillierte Verwaltungsmöglichkeiten. Bei Interesse einfach an Seibert Media wenden. Trete einem Google Meet Call von Google Docs, Sheets oder Slides bei. Beim letzten Update von Max in der Vorschau erwähnt, sollte die Funktion nun allen zur Verfügung stehen. Das heißt, du kannst jetzt von Google Docs, Sheets und Slides aus einem Google Meet Anruf teilnehmen. Zusätzlich zu der Option, die Dokumente in einem Meet zu präsentieren, kannst du direkt ein Meet innerhalb des Dokuments beitreten, um so, vor allem falls du nur einen mit Monitor zur Verfügung hast, besser mit anderen im Dokument zusammenzuarbeiten und dich dabei zu unterhalten. Teile deinen Videofeed im Companion-Modus. Wenn du den Companion-Modus von Google Meet verwendest, kannst du jetzt deine Kamera einschalten und deinen Videofeed mit allen anderen Teilnehmern teilen. Bei hybriden Videokonferenzen hilft das den anderen Teilnehmenden, dich besser zu sehen, statt nur über eine zentrale, weit entfernte Kamera. Neue Tabellenvorlagen und Dropdown-Chips in Google Docs. In Google Docs stehen nun 4 verschiedene Tabellenvorlagen zur Verfügung. So kannst du schnell und einfach Tabellen für Produkt-Roadmaps, Genehmigungen, Veröffentlichungen und Projekte einfügen. Zusätzlich kannst du nun über das Add-Zeichen auch Dropdowns einfügen. Mit diesen kannst du zum Beispiel schnell den Status von Projekten oder Aufgaben kennzeichnen. Du kannst auch komplett eigene Dropdowns mit individuellen Stati und Farben einstellen. Mehrere ausgewählte Textpassagen gleichzeitig bearbeiten. Du kannst nun in Google Docs mehrere verschiedene Textpassagen durch Gedrückthalten der STRG-Taste auf Windows oder der Command-Taste auf Macs mit der Maus markieren und anschließend verschiedene Aktionen auf all diese Textpassagen gleichzeitig anwenden, wie diese zu löschen, kopieren oder zu formatieren. Der Rollout der Funktion hat erst vor einigen Tagen begonnen. Es kann also sein, dass es noch ein, zwei Tage dauert, bis du es auch erhalten hast. Das Ende wiederkehrender Aufgaben direkt in Google Tasks festlegen. Bisher konntest du die Option, wann eine wiederkehrende Aufgabe enden soll, also nie zu einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Anzahl, nur über den Google Kalender festlegen. Nun kannst du die Option auch direkt in Google Tasks selbst festlegen. Space Manager können jetzt Nachrichten in Google Chat löschen. In Google Chat können Space Manager jetzt Nachrichten von anderen Nutzern in einem Gruppenbereich mit Threads löschen. Diese Funktion hilft Space Managern, ihre Gruppenbereiche einfach zu moderieren und alle Inhalte zu entfernen, die irrelevant oder unangemessen sind. Neue Banner in Google Chat schützen vor bösartigen Links. In Google Chat werden nun Banner angezeigt, die vor potenziellen Phishing- und Malware-Nachrichten warnen, die von Nutzern mit privaten Google-Konten stammen. Diese Warnbanner, die bereits in Gmail und Google Drive verfügbar sind, sollten dabei helfen, deine Sicherheit noch weiter zu verbessern. Persönliche Aufgaben aus Google Chats hinzufügen. In Google Chat kannst du jetzt persönliche Aufgaben direkt aus Einzel- oder Gruppennachrichten erstellen. Diese kannst du dann in Google Tasks, in der Sidebar und auch im Google Kalender einsehen, wenn die Aufgabe ein bestimmtes Datum hat.
E-Mail-Bestätigung für die Buchung von Terminen in Google Kalender fordern. Bei Buchungen über das Terminplanungstool kannst du nun festlegen, dass Nutzer, die sich einen Termin mit dir buchen wollen, zusätzlich erst ihre E-Mail-Adresse bestätigen müssen, bevor der Termin gebucht wird. Dazu müssen die Nutzer entweder in einem Google-Konto angemeldet sein oder die E-Mail mit einem PIN-Code bestätigen. Im Standard ist die Einstellung deaktiviert und muss erst bewusst von dir aktiviert werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat.